Hey Freunde, der neue oder Schokru-Merch ist endlich da. T-Shirts oder Pullover, alles ist am Start. Guckt unbedingt auf www.larsodersoh.de vorbei. Der Link ist wie immer in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Was geht ab, Leute? Wir sind zurück im Goat-Simulator. Und wir haben in der letzten Folge herausgefunden, dass hier in diesem... Nein! Es ist kaputt gegangen. Och, Mann. Was für ein Low-Anfang, ey. Ja, ich wollte euch eigentlich zeigen... Jetzt tritt er mich ja auch noch weg. Hallo. Was passiert hier? Spinnst du das? Ich hab hier Taco-Füße. Ich putze hier ins Gesicht, Mann. So, ja. So viel dazu, Leute. Ich wollte euch eigentlich zeigen, dass hier so ein Huhn ist, was einfach alles frisst und dann dupliziert. Das haben wir in der letzten Folge herausgefunden. Haha, hehe. Hat jetzt leider nicht so ganz funktioniert. Ich wollte diesen blauen Stier da irgendwie kopieren, weil wenn man hier was reinlegt in diese Schüssel, dann einmal hier Ding-Dong macht, dann kommt hier dieses Huhn raus, was übertrieben groß ist. Frisst das dann und dann kommt hier ein Ei und dann setzt man sich hier aufs Ei drauf. Bla, bla, bla. Das wird dann richtig groß. Hier kann man auch drauf furzen, wenn man Bock hat und einfach voll drauf landen so. Das Huhn wird immer, beziehungsweise das Ei wird immer größer und größer und größer und größer und größer. Und dann macht's plopp irgendwann. Warum ist da ein Auto? Juhu, was ist das hier für ein chaotischer Anfang? Junge, ist das Ei jetzt mal groß... So, jetzt ist das Ei geplatzt. Genau, dann kommen da ganz, ganz viele Kürbisse jetzt in dem Fall raus. Wir können uns auch theoretisch selber verspeisen lassen. Das haben ja auch ein paar Leute in die Kommentare geschrieben, dass ich das mal machen soll. Das kann ich euch einfach mal ganz kurz zeigen. Was brauchen wir da für Sekunde? Wir brauchen auf jeden Fall irgendwas Cooles. Irgendwas zum Schießen. Zum Schießen. Das da, die Omi, die kann schießen. So, wenn man jetzt einfach mal so... Die... Alter, Junge, diese Taco-Füße, die nach Furz riechen. Das Ding hier, maybe... Oh ja, das hat funktioniert. Und dann kann man sich theoretisch von dem Huhn auffressen lassen. Wow, und dann sind wir ein Ei. Ein kleines... Oh, lol. Oha, was? Ich wusste gar nicht, dass man damit auch noch durch die Gegend rollen kann. Ja, yippie, ich bin ein kleines Ei. Leute, ihr habt es heute schon gesehen. Wir werden etwas mega, mega Cooles freischalten. Und zwar nehme ich einen neuen Skin, der uns tatsächlich noch fehlt. Das haben wir hier nämlich. Das ist der Typ hier. Das ist nämlich ein Mensch. Wir haben schon alle Skins freigeschaltet. Dieses Schwein, bla, bla, bla. Diese Giraffe, die wütende Ziege, Steve und so weiter und so fort. Ja, haben wir alles am Start. Und das wollte ich heute mit euch zusammen machen. Aber es gibt nämlich noch ein paar andere coole Secrets, die ich mit euch machen wollte. Und ich wollte noch ein bisschen was ausprobieren. Bevor wir das machen, Leute. Es gibt nämlich so einen kleinen Trick, den man hier machen kann in Goat Simulator. Nämlich brauchen wir dafür einen Basketballplatz. Okay? Und dort befindet sich ein Basketball, obviously. Und wenn wir da hingehen und nehmen diesen Basketball und halten den sozusagen vor die Leute, dann spielen die mit mir. Bällchen holen. Also sozusagen wie so Stöckchen fangen, aber halt mit einem Ball. Bällchen holen. Ihr wisst schon, Leute, wie bei so einem, wie bei einem Hund, wenn man das bei einem Hund macht, dass man sozusagen halt einen Ball wirft und der... Ihr wisst schon, Leute, ich brauch's euch nicht zu erklären. So. Oh, guck mal, hier gibt's sogar einen Fußballplatz. Ich brauche echt dringend jemanden, mit dem ich das hier machen kann. Ich brauche wirklich dringend, mit dem ich hier ein bisschen Fußball in Goat Simulator spielen kann. So. Wir gehen jetzt erstmal hier durch den Tunnel durch, weil auf der anderen Seite gibt es, soweit ich weiß, einen Basketballplatz und dann können wir das eigentlich mal ausprobieren. So, auf jeden Fall ist hier vorne ein, so ein Sportplatz. Und ich meine, hier vorne waren auch Bälle. Nope. Okay, das ist jetzt ein bisschen dumm. Wo zum Teufel war der Basketballplatz? Oh, 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 oh. Okay, 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 okay. Wir brauchen das Ding da. Okay? Da ist ein Basketball. Da ist ein Basketball. Wir brauchen den. So. Okay, jetzt gehen wir hier hin. Schlägern den einmal an. Und dann suchen wir uns jemanden, der vielleicht Lust hat, mit uns zusammen zu spielen. Also ich glaube, die Person hier hat keine Lust. Die wurde gerade vom Auto umgefahren. Die machen dann ein Interview. Aber vielleicht hast du Lust, mit mir zu spielen. Nein, du willst mich einfach nur wegtreten, obwohl ich absolut nichts gemacht habe. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich bin eine kleine Ziege. Ich möchte einfach nur, dass jemand mit mir spielt. Stopp! Lol. Kann es nochmal hochgehen? Yo, okay, 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 okay. Ich verstehe, ich verstehe. Die Leute haben hier gar keinen Bock. Ich suche mal jemanden. Möchte die Polizei vielleicht mit mir spielen? Hallo, Herr Polizist. Gucken Sie mal. Hier. Hier, spielen Sie mit mir, bitte. Bitte spielen Sie mit mir. Bitte. Ich möchte, dass Sie mit mir spielen. Okay, ich habe ihm den Hintern gezeigt. Nein, dich wollte ich nicht anschlecken. Okay, die Polizei hat auf jeden Fall... Warum ist die da rausgesprungen? Was ist das hier heute für eine Folge? Was passiert hier? Jetzt hüpft hier auch jemand durch die Gegend. Das ist wahrscheinlich auch noch ein Polizist. Wir probieren es mal weiter aus, okay? Wir haben hier auf jeden Fall nochmal jemanden hier. Gucken Sie mal. Wollen Sie mit mir spielen? Nein, die hat den Kopf geschüttelt. Ich denke, sie hat keine Lust. Okay, dann machen wir weiter. Die sind wahrscheinlich hier am Arbeiten gerade. Haben Sie Lust, mit mir zu spielen, junger Mann? Los. Los, schießen Sie den Ball.
sie einfach um. Oh mein Gott, was hat diese Frau getan? Okay, schnell weg hier. Okay, schnell weg hier, schnell weg hier. Oh mein Gott, diese Frau hat nichts gemacht. Das sind einfach kriminelle Leute. Ich probiere es einfach weiter. Ich weiß, das funktioniert bei irgendjemandem. Wollen Sie mit mir spielen? Bitte spielen Sie mit mir. Ich möchte mit Ihnen spielen. Los, bitte. Bitte. Warum haben die alle keinen Bock mit mir zu spielen? Diese langweiligen Leute hier, die verprügeln sich einfach lieber gegenseitig. Sind die alle bescheuert? Hier, du hast bestimmt Lust mit mir zu spielen. Hey. Los, einer von euch. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte spielen, bitte. Nein, ihr sollt nicht mit mir tanzen. Ihr sollt spielen mit mir. Spielt jetzt. Hier, los. Ja, jetzt laufen die mir nach. Ihr sollt mit mir spielen. Guck mal. Hab keine Angst. Spiel mit mir. Spiel, schieß. Ja. Ja. Ja, ich hol ihn. Ich hol ihn. Yo. Oha. Oh, Junge, wie weit. Oha. Oh, Mann. Das funktioniert voll gut, Mann. Ey, du bist richtig cool, Mann. Wir spielen jetzt hier eine Runde. Hab keine Angst vor mir. Los, geh nochmal. Hol den Ball. Und werf ihn. Werf ihn für mich. Ja, yippie. Ich stelle mich jetzt tot. Oh Gott, das war so anstrengend. Machen Sie bitte keine Bilder von mir. Ich möchte das nicht. Hier, willst du nochmal werfen? Los. Los, werf ihn. Bitte. Ja, werf ihn. Ja. Ja, wie cool ist dieser Typ? Und. Zack. Let's go. Du bist ein cooler Dude. Hier, dich lasse ich in Frieden. Oh, lol. Ich habe sogar einen Erfolg bekommen gerade dafür. Chillig. Das funktioniert einfach sogar. Das ist einfach nice. Hier, komm. Hier ist der Ball. Hier ist der Ball. Nimm ihn. Und jetzt werf. Ich fange ihn. Ja. Gehen Sie weg. Ich habe keine Lust auf Sie. Okay, danke schön. Hier kriegen Sie nochmal eine wundervolle Tanzeinlage von mir. Jetzt steht er einfach nur da so rum. Danke für diesen Applaus. Alles klar, Leute. So, das wäre auf jeden Fall schon mal erledigt. Das wollte ich euch zeigen. Und was ich heute auch noch mit euch machen wollte, ist nämlich, ich wollte probieren, auf das UFO drauf zu gehen und wollte versuchen, dort etwas anzupflanzen. Klingt erstmal ein bisschen komisch. Es ist auch ehrlich gesagt ziemlich komisch. Aber mich hat interessiert, weil wir mit diesen Bohnenranken, die können wir theoretisch selber anpflanzen. Also nicht theoretisch, wir können die selber anpflanzen. Mit einem gewissen Ding, mit diesem Ding da. Können wir hier den da machen und dann wachsen hier sozusagen, wenn wir den hier machen, so, genau, dann wachsen da Bohnenranken und das kannst du theoretisch überall in der Stadt machen, okay? Und das ist mein Plan. Wir werden jetzt einfach ganz oben aufs UFO drauf gehen und werden gucken, ob wir Bohnenranken anpflanzen können und die einfach richtig, richtig groß machen können, dass wir vielleicht so komplett, wow, okay, das war ein cooler Grind, dass wir vielleicht so komplett aus der Map rauskommen können. Ich habe das Ganze ja schon mal versucht, da waren wir irgendwie übel weit oben. Oh, guck mal, die kann fliegen, cool. Okay. Ich bin nicht in ihrem Weg, was haben sie denn vor? So, dafür werde ich mir erstmal, glaube ich, etwas holen, wie ich ein bisschen besser nach oben komme. Nein, das ist falsch. Ich brauche die Taco-Poops-Schuhe, die sind nämlich immer ganz gut. Und vielleicht ein paar Flügel, okay. Wenn wir das haben, dann können wir damit auf jeden Fall schon mal viel höher kommen. Okay, wir müssen wieder nach da oben. Ich liebe es. So, das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist einfach uns das UFO holen. Und mit dem UFO dann theoretisch oben auf das andere UFO drauf. Mit dem Mini-UFO auf das große UFO, okay? Das ist, glaube ich, jetzt erstmal unsere Aufgabe. Und danach kümmern wir uns um den ganzen Rest, okay? Das will ich jetzt erstmal herausfinden, ob das Ganze so funktioniert. Und zack. Let's go. So, okay. Boah, guck mal, das da schon auch extrem weit oben. Kann man da oben drauf landen? Das ist auch eine ziemlich interessante Frage. Man kann auf jeden Fall hinfliegen. Aber ist das vielleicht nicht zu weit weg? Ich weiß es nicht. Obwohl, wir können schon... Okay, okay, okay. Es sieht gut aus. Wir können, glaube ich, da oben drauf landen. Es ist, glaube ich, machbar, Leute. Wow! Okay, das hier ist sozusagen jetzt schon mal der... höchste Punkt, an den wir kommen könnten. Boah, ist dieses UFO riesig. Alter, ist es groß. Und das hier ist das Zentrum, okay? Boah, wow. Das ist tatsächlich der höchste Punkt, an dem man gehen kann. Und wenn wir jetzt hier hingehen, okay, und legen jetzt hier einfach so ein Saatgut. Sekunde, ich ziehe mal die Furzschuhe aus. Das macht keinen Sinn. So, bap. Okay, ist jetzt nicht perfekt in der Mitte. Aber jetzt machen wir den da.
Okay, und wenn wir jetzt die ganze Zeit schreien, dann wird das Ding immer größer. Und das funktioniert, A, dass wir das schon hier drauf pflanzen können, das ist übel krass. Aber wie hoch kommen wir? Leute, es ist mega insane, das wäre eigentlich schon eine komplett eigene Folge, wie wir den höchsten Punkt erreichen oder sowas. Deswegen scheppert mal jetzt ein Like rein. Ey, Goat Simulator ist einfach mega insane. Und wir haben sogar noch übertrieben viele Quests vor uns. Also wir haben noch, so an der Seite haben wir noch extrem viele Aufträge, die wir noch komplett erledigen müssen und so weiter. Das würde ich auch nochmal in nächster Zeit vielleicht einen Angriff nehmen oder sowas. Hätte ich schon sehr Bock drauf, dass wir das irgendwie versuchen noch hinzubekommen, dass wir alle Aufgaben erledigen. Ich weiß nicht, ob wir dafür irgendwas bekommen. Es wäre auf jeden Fall super, super cool, aber checkt das aus, Leute. Guckt mal. Habt ihr das schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Guckt euch mal an, wie hoch wir sind. Wir können komplett San Angora ist es ja. Wir können ja im Prinzip die komplette City von hier oben jetzt sehen und es ist einfach alles so ultra mini. Oh mein Gott, es ist alles so ultra klein. Wow. Ich glaube auch, dass wir sogar von hier direkt zu dem hinfliegen können, wo wir hinwollen. Wir müssen nämlich da unten hin, wo die goldene Statue ist, ja. Da wollte ich mit euch heute hin, denn dort gibt es nämlich das, was wir brauchen werden. Und das ist nämlich versteckt, okay? Mehr möchte ich jetzt noch nicht verraten. Wir probieren es jetzt erstmal aus, dass wir hier noch höher kommen. Ist das tatsächlich der wird das Ding höher? Das war's. Das war's. Das ist der höchste Punkt, den man in Goat Simulator haben kann. Checkt es aus, Leute. So eine Aussicht werdet ihr niemals wieder haben. Ich wünsche mir, dass die ein Update machen, dass man vielleicht auf ein paar andere Inseln noch gehen kann. Irgendwie hier nochmal so eine coole Insel oder sowas. Oh, das wäre so super cool, wenn die diesen Goat Simulator 3 einfach nochmal weiter updaten würden. Aber auf jeden Fall ist das insane hoch. Was machen wir jetzt? Wie wollen wir unseren Abgang fabrizieren? Wollen wir einfach nach unten fallen? Wollen wir nach unten fliegen? Wollen wir irgendwie eine Arschbombe runter machen? Können wir vielleicht, guck mal, wenn wir die Pupsschuhe anziehen, wir kommen damit ja noch höher. Tatsache, also das ist der höchste Punkt. So, aber das ist jetzt eigentlich relativ uninteressant. Okay, ich würde sagen, wir springen mit Gummistiefeln, mit Holzschuhen, Klopapier. Das ist es, okay? Wir brauchen irgendwas, dass wir ein kurzes Stück vorfliegen können. Und dann springen wir einfach ab. Los geht's. Boah, ist das hoch! Oh mein Gott, ist das hoch! Okay. Und gleich werde ich mich einfach nach unten fallen lassen und dann sind wir eigentlich schon am Ziel. Boah, ist das hoch! Guck mal. Oh, wow, ist das weit oben. Oh mein Gott, ist das weit oben. Yo, ey, es ist so krank. Guck mal, wir sind noch nicht mal unter dem höchsten Ufo und da ist einfach diese Bohnenranke super stark. Okay, sprich, wir gehen jetzt hin und lassen uns einfach nach unten segeln. Oh mein Gott, wir sind noch nicht ganz da. Wir sind da. Was? Was? Guck mal, da oben sieht man noch die Bohnenranke, wie sie aus dem UFO wächst. Lol. Was? Wir werden einfach runter teleportiert? Wie langweilig. Oh mein Gott, wie langweilig. Egal. So. Soweit ich weiß, ist hier irgendwo das geheime Secret. So ein Secret-Eingang. Es war auf jeden Fall an irgendwie so Felsen. Och, bitte ist es hier, weil ich bin mir gar nicht sicher. Um ehrlich zu sein, weiß ich es gar nicht, Leute. Hier irgendwo. Oh ja, doch, es ist richtig gewesen. Ich hatte recht. Haha, ich habe doch richtig aufgepasst. So, Leute, also wir sind angekommen. Das ist nämlich hier bei dem Turm, da, Dingens, den wir mal aus dem Wasser gefischt haben. Und das ist krass. Wir sind jetzt hier einfach vor so einem Stein. Ja, einfach vor so einer Art Steinkatakombe. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Und wenn wir uns hier da vorstellen, okay, Leute? Und dann machen wir einfach mal den da. Einfach mal anplörken. Dann kommt ein Heiligenschein und hebt den Stein für uns von dannen. Das ist es. Und hier liegt er. Der Mensch. Der heilige Mensch. Ich weiß nicht, ob das so ein Jesus-Fake sein soll oder sowas. Das ist einfach ein Laptop und Brot und Fisch. Aber wenn wir jetzt hingehen, den darunter, Superstar. Okay, und uns jetzt hier draufstellen, dann... Wow! Capra Erectus. Und wir sind ein Mensch. Leute, geilo. Jetzt können wir dem hier einfach alle möglichen Sachen anziehen, wie zum Beispiel diesen Bananenhut, der absolut nichts bringt. Und ansonsten noch einen Zylinder, der einfach nur cool aussieht. Oder vielleicht den Hut von Jack Sparrow, damit er aussieht wie ein Pirat. Yeah, ey, es ist so krass. Wieso haben wir den nicht vorher freigeschaltet? Hier, einfach eine Menschenmaske anziehen. Huh, okay, das ist gruselig. Bauarbeiterhelm. Oh ja.
Mr. Bauarbeiter. Ansonsten, was haben wir noch hier am Stissel? Oh, eine Haiflosse. Sieht krass aus. Kannst du damit tauchen, Bro? Sick. Ja, wir haben einfach einen Menschen freigeschaltet. Ich liebe es. Der Pizza-Boy mit der Oma auf dem Rücken. Sick. Der trägt einfach die Oma gerade Huckepack. Sieht übel weird aus. So, wie kommen wir jetzt hier raus? Da ist der Ausgang. Okay, wir haben die Oma. Schießt die auch nach oben? Ja, die Oma schießt nach oben. Sehr, sehr bescheuert. So, okay, also ihr seht, es ist alles halt mehr oder weniger eher an den Goat-Simulator, also an die Ziege angepasst. Was passiert jetzt, wenn wir einfach diesen hier machen? Aha, ja, genau. Check das. Oh mein Gott, ist das dumm. Oh mein Gott, ist das dumm. Oha, der kann sogar richtig krasse Wallrides. Kann er auch so Saltos? Yo, wie krank. Er macht einfach übel die Saltos. Aua, aua, aua. Aua, nein, 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 Bro, nein, nicht da rein. Oh Gott. Oh Gott. Boah, das macht so einen richtigen Parkour-Run. Das sieht nice aus. Also, es ist echt cool. Ey, Leute, wir haben endlich einen Menschen freigeschaltet. Wir haben das... Ja, wieso haben wir das nicht früher gemacht? Es ist voll nice. Ich dachte erst, man muss irgendwie den Endboss freischalten, dass man das bekommt. Aber ist halt einfach nicht so. Man kann es auch einfach so machen. Jetzt können wir einfach einen Mensch spielen. Lol. Wieso haben wir das nicht vorher gemacht? Hey, du da. Kannst du mitkommen? Ich entführe jetzt einfach so einen Typen. Der macht so einen Schulausflug. Ich habe den jetzt einfach entführt. Lol. Voll Spaß. Alter, mit so einem doppelten ist voll geil. Man kann jetzt einfach so einen doppelten Salto machen. Du kommst jetzt mit, mein Freund. Oder auch nicht. Ey, mega krass. Jetzt sieht es auch nicht mehr so weird aus, wenn da so eine Ziege am Steuer sitzt, sondern jetzt sitzt da ein richtiger Mensch am Steuer mit einem Arbeiterhelm. Stark. Ja, Mann. Ey, Leute, wir werden auf jeden Fall eine Menge Spaß noch haben mit dem Mensch. Es ist super, super cool, dass wir den jetzt auch freigeschaltet haben. Wie gesagt, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Wir haben ja immer noch nicht den Endboss besiegt, weil ich irgendwie Bock habe, dieses Spiel zu spielen, weil mir es einfach ultra viel Spaß macht, hier ein bisschen Quatsch zu machen, wie ihr jetzt heute in der heutigen Folge gemerkt habt. Es war wieder mega cool. Leute, lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal auf jeden Fall. Checkt auch bitte die anderen Videos ab, Leute. Die gehen nämlich ein bisschen unter. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Peace out.